Und willkommen zurück zu Life is Strange. Wir schauen uns jetzt mal in dem Wohnmobil um. Geben ihr erstmal den Schlüssel. I should have known. The amazing Spider-Max. Natürlich. I couldn't have done it without Frank. Now let's get in and out. You'll need this, Max. Wieso muss ich das immer machen? On your mark, get set. Los. Throw. Richtung Parkplatz. Dürfte ihn ja eigentlich auch nicht sehen. Get it? Now we can snoop in peace. But let's not waste time. The doggy is busy now, but he might come back. Der hat bestimmt so an den Rachel Amber bei sich. Damn, I thought my room was a shithole. You're not a creepy drug dealer. Frank has issues, but he's not creepy. At least I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? Yes, we'd be tearing up the highway. And you'd probably want me to kiss you again. Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. Ja, dann schau doch einfach. I know. Just daydreaming. So. Das könnte ein Hinweis sein. For real? That's a poodle's name. Das auch. I think the doggy Frank is almost a made for TV hoarder. Can't quite picture Frank and Chloe drinking beer and hanging out. That would be so cool to take this baby on the road with Chloe. Frank must have a reason to keep a police radar nearby. Was ist das für ein Foto? Nee, ist keins, oder? Nee, doch, sicher. Aber können wir uns nicht anschauen. Aha. I doubt Frank is trying out for the Arcadia Bay Brewers. Must take him days to download porn. Yuck. The archetypal filthy guy dishes. Good to know Frank has a knife lying around. Oh, schön festgegurtet, ne? Oh, Spiegel gibt's auch nicht. How can somebody live like this? Was? Hi-Fi-Anlage? Aber machen wir nicht an, ne? Glad Frank treats something. Of course Frank gets the munchies. Plastikbeutel? Frank must spend all his drug money on baggies. Recycle, dude. Ach, der hat da sogar einen Computer. Ich werde nicht mehr. Ein Buch. Is Frank going to deal online now? Zum Handeln im Web für Noobs. Alles klar. That's a pretty extreme lighter. Medikamente? Are these for Frank or is he selling them? Or both? Too bad I don't have my Frank Bowers decoder ring. Hmm. Aha. That's almost cute. Achso, er mit seinem Hund. With his dog. Aha. I could pry this vent open with the right tool. Natürlich. No more secrets. Ooh, Frank's stash. Oh. Ah, hier hatte doch. Nee. Ah, hier auch. Okay, this vent is loose. I need something to pry it open. Okay, liegt denn hier noch irgendetwas rum? Womit wir das vielleicht machen können? Plastiktüten wohl eher nicht. Baseballschläger bestimmt auch nicht. Mit dem Messer. Das ist korrekt. Wir schauen erstmal hier. Das ist nicht schlimm. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir wissen ja, dass da nichts ist. Kein Problem. Weiter geht's hier. Ach, da geht's nicht kaputt. Oh oh. Was haben wir denn da? Of
Oh man, Rachel and Frank's dog. I don't know if I should be touched or disturbed. Frankie B., hoffe, du liest das morgens als erstes. Tut mir leid wegen letzter Nacht. Ich war ein fieses Biest und hab's an dir ausgelassen. Unterm Arm Pompidou. In meinem Leben passiert eine Menge merkwürdiger Scheiß. Und manchmal habe ich den Eindruck, ich komme nie aus Arcadia Bay raus. Danke Gott für dich. Also waren sie wohl wirklich irgendwie ein Pärchen, ne? Du bist eins der besten Dinge, die ich hier habe. Und der Gedanke an uns zusammen bringt mich zum Lächeln. Lass uns einfach Richtung Horizont fahren. Liebe dich auf ewig. I'm glad Rachel got to drive this beast. She looks genuinely happy. Rachel really did hang out with Frank. I'm learning more about Rachel than I want to know. Trouble in paradise. Frank, was du getan hast, war uncool. Und schieb's nicht auf die Drogen. Du hast mir wirklich Angst gemacht und ich dachte, du kommst nie wieder runter. So habe ich dich noch nie gesehen und das nächste Mal wird das letzte Mal gewesen sein. Ich bin Löwe und wir sehen nicht zurück. Mir liegt etwas an dir. Uns. Also müssen wir vielleicht mit der Routine brechen. Okay, also waren sie wirklich ein Pärchen. Du nimmst das jetzt einfach mit, oder wie? Machst du das vielleicht mal wieder zu? So. Passt perfekt. Als wäre ich nie hier gewesen. Ich habe nichts gefunden. Ach, verdammt nochmal. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years. My mother gloms on a stepfucker. Now Rachel betrays me. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit. Who hasn't? Fuck everybody. Chloe. Können wir zurück und sie ihr nicht geben einfach? Jo. Ach, wir sind wirklich jetzt auch abgehauen. Oh. Merkwürdig. Okay, dann hat er aber schon mal mit dem Verschwinden wenigstens nichts zu tun. Chloe, you can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. It's so not fair. I gotta blame somebody, otherwise it's all my fault. Fuck that. Keiner ist schuld. It's just life. Shit happens. It's nobody's fault. Blah blah blah, as Mr. Jefferson would say. And Kate Marsh. Yes, Kate Marsh almost killed herself. Such sad, okay? That doesn't make me feel any better about my fucked up life. Get it? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Chloe, your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. Du bist noch hier. You don't want to hear this, but you're still here. Alive. With me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me. And Rachel needs you. Oh.
Die ist also immer noch sauer. Konnten wir sie nicht beruhigen. Das Foto scharf zu stellen, okay. Ja. Jetzt kriegen wir ein Flashback oder wie? Ja. Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. You're the boss. What is this? But not the cook? William is here. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. Wow. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat breakfast. How? We. I volunteer to break the eggs. Do you remember how many eggs? Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert oder können wir ihn überhaupt jetzt retten und was passiert dann? Das wäre ein fieser Eingriff. I remember Chloe reading this. Right. But not after today. I love William like he was in my own family. Chloe is just so damn happy and carefree. Joyce loves William so much. Viel Glück, mein Liebling. Wir sind so stolz auf deine Beförderung. Du bekommst eine Woche lang 2 Wales-Waffeln in deinem eigenen Haus. Oh, das ist aber nett. Deine dich liebende Ehe. Kann ich denn jetzt eigentlich von hier aus weitermachen? Ah, das ist das, was wir, glaube ich, oben kaputt gemacht hatten. Hallo? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. Ja, was ist das? Schmetter. Oh, oh. It will have to do. Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Ah, okay, sie will es testen wahrscheinlich, ne? I know they never took that big vacation. I have to stop William from taking his car today. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us. Oh yeah, I miss movie nights here. Cookies and popcorn. Es kann auch durchaus passieren, dass dann was wesentlich Schlimmeres passiert. Oder dass er dennoch stirbt, irgendwie dann ein paar Tage später oder sonstiges, ne? Ja komm, wie funktioniert das denn jetzt? Das interessiert mich jetzt echt mal. Der Leuchtturm. Back to the lighthouse. Papa, danke für den Tagesausflug zum Leuchtturm. Ich habe dir eine Zeichnung als Erinnerung gemacht. Wo ist Chloe? Oh, sie war ja so süß. Und so lieb. You can't hide from me forever. Wieso sollte ich denn... Bis wohin? Wieso soll ich das denn jetzt... Warte mal. Nee, ich will das ja machen. Ach, ich habe nur... ich habe nur begrenzt Zeit wahrscheinlich. Okay. Er wird angerufen. Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Mhm. Now I'll have an excuse to get a mocha.
Be there shortly. Love you. Excuse me, ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. Aber ich kann anscheinend auch nicht mit ihm großartig quatschen oder so. Chaos. Shit, where are my keys? What a mess we made. Ah, okay, wir könnten die Keys, die Schlüssel, wenn wir die finden, wenn wir die vor ihm finden, bestimmt auf dem Sofa hier, oder? Nein, doch nicht. Aber wenn wir die vor ihm finden, suchen. Careful, Max. William can totally see you. Achso, okay, warte, dann schicken wir ihn nochmal eben zurück. Score. Jawohl. Nice. Ich weiß natürlich nicht genau, was passiert ist. Eigentlich müssten wir das ja nur ein paar Sekunden oder ein paar Minuten müsste verstecken. Wo haben wir die denn jetzt versteckt? Eine Krambox, okay. Mit ihr können wir jetzt nicht quatschen. Okay. Das hatten wir schon. Ich weiß nicht, wo die sind. Nee. Tut mir leid. Keine Ahnung. Nee. Hast du da vorne schon geguckt? Nee. Oh ja, I miss movie nights here. Cookies and popcorn. I knew this thing would come in handy. Ah, war kein gutes Versteck, verdammt nochmal. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad, don't blow it because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Kein gutes Versteck, kriegen wir auch nicht wieder raus, oder? Nein. Also müssen wir bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die haben, nochmal zurück. Warte, ich habe... Ach. So. Wir haben sie noch. Warte jetzt mal. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Was ist das denn? I know I had those keys right here. Oh nein. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Kein Problem. Yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Er ist trotzdem gestorben. Oder doch nicht? Nee, die verbrennen ja, so gesehen, ne? Die verschwinden. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem noch mit Rachel und mit Katie dann passiert, ne? Nicht wahr? Probleme gelöst. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. Cold every day. But never like Maxine. So that's why she was laughing so much. I know. Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? No, do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high.
She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Uh-oh. Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Da kommt sie. Oh. Moin. Grüß dich. Wahrscheinlich sind die nicht mehr miteinander befreundet, oder? Oder sind sie vielleicht sogar weggezogen? Natürlich auch sein. Das kann sogar sehr gut sein. Ah, das war ein riesengroßer Eingriff, nicht wahr? Und was jetzt mit Rachel passiert ist oder mit Kate? Weil es scheint ja, wir sind jetzt auf jeden Fall in dem Club drin. Aber was ist jetzt mit den anderen? Er ist auf jeden Fall Busfahrer geworden. Jetzt kommt das Unglück, nicht wahr? Nee? Doch nicht. Oh, jetzt kommt das große Wahlsterben. Sieht ziemlich verlassen aus. Obwohl, du kannst einfach nur nicht durch die Fenster reinschauen. Ja, komm, geh. Max Caulfield. Ah, nee, doch nicht. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor! Im Rollstuhl jetzt? Oh, yo. Ach du Scheiße. Was ist denn mit ihr passiert? Also hat der Sturm das gemacht jetzt oder wie? Ich sag doch, das ist keine gute Idee, da irgendwie der Zeit so herumzuspielen. Das war schon die dritte. Ja, das war die dritte. Dann geht's jetzt auf in die vierte. Und ich hoffe, dass wir irgendwie doch nochmal eine Chance haben, zurückzukehren. Und das doch nochmal zu ändern. Ja, obwohl, ja, müssen wir ja. Das kann ja so nicht bleiben. Und wir können Chloe dann erzählen, was passiert wäre, wenn wir ihn aufgehalten hätten. Das würde sie wahrscheinlich aber auch nicht großartig interessieren, denke ich mal, weil ist ja natürlich wichtiger, den Vater da zu haben. Ja. Wir werden sehen. Das schauen wir uns in der nächsten Folge dann mal an. Bis dahin.